Das ist mal ein Beamer. Das ist der Nebula Cosmos 4K SE und der hat, wie der Name schon sagt, eine 4K-Auflösung, hat außerdem 1800 Ansilumen Helligkeit, verdammt hell, gute Lautsprecher, 2x15 Watt und das Ganze mit Google TV. Hier steckt eine ganze Menge drin und deswegen schauen wir uns den jetzt mal an. Wenn man sich das Design anschaut, ist das ja erstmal ungewöhnlich. Die meisten Beamer sind ja eher so flach. Der hier hat jetzt so ein hohes, schmales Design, was natürlich auch an dem Tragegriff liegt, der hier mit dran ist. Und an dem sieht man schon, der Beamer ist auch dafür gedacht, den soll man mal schnell hochheben, neu hinstellen, irgendwohin mitnehmen. Man kann den natürlich auch, auf der Unterseite ist so ein Gewinde standardmäßig, auf ein Stativ zum Beispiel stellen und hat dann so eine feste Konstruktion. Und Thema Stativ, Anker hat da sogar selber was, passend zu dem Beamer kann man sich das auch kaufen. Das ist so ein sehr massives, stabiles, weil es eben auch für so größere Beamer gedacht ist. Kann man sich holen, muss man aber nicht, gibt es aber eben auch von Anker. Ansonsten haben wir auf der Vorderseite neben der Linse natürlich hier ein paar Sensoren für die ganzen Smart Features, dazu kommen wir gleich noch. Auf der Rückseite haben wir die Anschlüsse, wir haben zwei HDMI-Anschlüsse, das heißt, wir können zwei Geräte gleichzeitig anschließen, ob das jetzt der TV-Stick ist, der Laptop, eure Konsole zum Zocken, noch ein USB-Anschluss und der Audioausgang, um noch andere Boxen anschließen zu können, wenn man das möchte. Kommen wir zum Bild, das wäre wohl wichtigste bei einem Beamer und wir haben hier tatsächlich eine 4K-Auflösung. Haben die wenigsten, gerade in dieser Preisklasse, da ist das schon wirklich gut für, sehr hochauflösend. Wir haben 1800 Ansilumen Helligkeit, auch das ist viel, nicht überdurchschnittlich, aber auch ein sehr guter Wert, ein sehr heller Wert, wenn man sich mal Vergleichsmodelle anguckt. Wir haben hier zum Beispiel den Xgimi Horizon Pro. Ähnlich teuer, hat 1500 Ansilumen, also ein bisschen weniger im direkten Vergleich, was auch daran liegt, dass wir hier nicht nur LEDs haben wie beim Xgimi, wir haben hier auch einen Laser drin. Das Ganze nennt sich dann Hybrid Beam Technologie und sorgt eben unter anderem mit dafür, dass wir hier so ein noch helleres Bild haben. Das heißt, man kann den Beamer tatsächlich auch mal bei Tageslicht benutzen. Klar, es ist immer besser, wenn der Raum abgedunkelt ist, aber das hier ist so hell, dass man je nach Abstand zur Wand, Größe der Projektion und sowas, wirklich auch bei hellem Licht am helllichten Tag den Beamer benutzen kann. Das ist sehr cool. Das hat natürlich auch mit der Projektionsgröße zu tun. Wenn man den Beamer weiter wegstellt, das Bild wird größer, streut weiter, hat man weniger Helligkeit. Je näher man rangeht, dann kriegt man tatsächlich auch bei sehr hellem Licht ein helles Bild. Die maximale Größe hier sind 200 Zoll. Das ist so riesig, dass wir das hier nicht mal vernünftig ausprobieren können. 200 Zoll sind knapp 5 Meter. Das Bild ist alleine 2,5 Meter groß. So eine Wand muss man erstmal finden. Geht aber hiermit, das heißt, wenn ihr eine entsprechend große Leinwand habt, ob ihr euch ein kleines Heimkino zu Hause einrichtet, einfach nur eine freie Wand irgendwo findet oder das Ganze sogar im Freien macht oder eine Leinwand extra aufstellt, da kommt dann tatsächlich schon so ein bisschen Kino-Feeling auf. Man kann nicht nur Filme und Serien hier drauf schauen, Gaming ist für viele auch ein Thema bei Beamern. Man kann über den HDMI-Anschluss natürlich einfach eine Konsole anschließen, Xbox, PlayStation, Switch, was ihr so habt, und hier drauf zocken. Das geht auch ganz gut. Das große Thema bei Beamern ist immer so ein Input-Lag, das heißt, es gibt eine leichte Verzögerung zwischen der Eingabe, bis man dann das Bild hat. Das ist auch hier ganz leicht der Fall. Es gibt zum Glück unter den Bildmodi eine Einstellung extra für Gaming. Da kann man dann die Trapezkorrektur, das heißt die Bildanpassung, ausstellen und nochmal einen geringeren Input-Lag bekommen. Ich finde, der Unterschied ist tatsächlich merkbar. Man hat nochmal eine geringere Verzögerung. Ganz verschwindet sie auch hier nicht. Für die meisten Spiele ist das aber gar kein Problem. Und grundsätzlich, finde ich, kann man auch ziemlich gut zocken auf dem Gerät. Auf dem Beamer läuft Google TV. Auch das hat er einigen anderen Projektoren schon voraus. Denn aktuell ist es so, dass bei Projektoren so langsam der Shift von Android TV zu dem bisschen neueren Google TV hin stattfindet. Gerade günstige Beamer haben oft noch alte Android-Versionen. Hier ist es eben Google TV mit all seinen Vorzügen. Das heißt, wir haben eine bisschen schönere Benutzeroberfläche. Wir haben die ganzen Google-Dienste natürlich, das heißt den Play Store. Wir haben den Google Assistant, den wir auch direkt über die Fernbedienung zum Beispiel aktivieren können. Und besonders wichtig, wir haben eine Netflix-Unterstützung. Es ist bei Beamern und auch beim Xgimi Horizon Pro zum Beispiel, den ich hier als Vergleich mal genommen habe, ist es so, dass Netflix nicht standardmäßig unterstützt wird. Es braucht immer eine bestimmte Zertifizierung dafür. Das heißt, selbst teure Beamer haben das oft nicht. Hier ist es mit dabei. Das heißt, man kann Netflix in 4K schauen. Das ist super, das geht direkt. Wir müssen überhaupt keinen TV-Stick anschließen, sondern haben hier wirklich komplett ein vollumfassendes Entertainment-System, wo alle Streaming-Apps drauf laufen. Das gleiche gilt natürlich Prime Video, Disney Plus, was auch immer. Die Apps, die auf Android funktionieren, die es dafür gibt, die sind auch hier mit an Bord. Insgesamt ist der Beamer einfach darauf ausgelegt, möglichst einfach hinstellen, anschalten, loslegen. Der Tragegriff ist schon so ein Zeichen dafür, ne? Einfach hinstellen und
nochmal mitnehmen, neu hinstellen. Es gibt natürlich auch einige Smart-Funktionen, die das auch nochmal unterstützen. Nebula nennt das Ganze hier auch Smart Functions, deswegen, es gibt da ganze 6 verschiedene von. Das erste ist ein Autofokus und eine Auto-Keystone-Korrektur. Das heißt, das Bild stellt sich natürlich von alleine scharf. Hier gibt es kein Rad irgendwie zum dran drehen, sondern der Sensor erkennt das. Wir haben eine Keystone-Korrektur oder Trapezkorrektur, wie man das nennt. Das heißt, wenn man den Beamer neigt, das Bild ist ein bisschen verzerrt, wird so eine Trapezform, das wird auch automatisch angepasst, damit man immer das rechteckige Bild hat, falls der mal ein bisschen diagonal steht. Wir haben eine automatische Hinderniserkennung und Vermeidung. Das heißt, wenn da jetzt eine Zimmerpflanze vorsteht, die ihren großen Bilderrahmen habt, das Bild wird auch automatisch erkannt und entsprechend verkleinert, dass da nichts im Weg ist. Und es gibt eine automatische Leinwanderkennung. Das heißt, wenn ihr eine Leinwand habt mit so einem abgegrenzten schwarzen Rand wirklich, dann wird das Bild sogar automatisch auch auf diese Leinwand zugeschnitten. Kann man natürlich auch manuell einstellen. Aber der Gedanke ist, dass das wirklich alles von alleine passiert. Das nächste ist noch eine sogenannte Ambient Light und Wall Color Adaption. Das heißt, die Umgebungslichtanpassung wird automatisch vorgenommen. Das heißt, wenn es dunkler ist, wird entsprechend das Bild auch nicht mehr ganz so hell gemacht. Und bei hoher Helligkeit kann er das aufdrehen. Das gleiche gilt für die Farbanpassung. Klappt jetzt auch nicht bei zu krassen Farben an der Wand. Aber wenn zum Beispiel die Leinwand dunkler oder heller ist, kann er auch da die Farbwerte automatisch anpassen, um ein möglichst gutes Bild zu erzeugen. Und zuletzt gibt es auch eine Bewegungserkennung bzw. Augenschutz. Das heißt, wenn der Sensor eine Bewegung erkennt, schaltet er automatisch das Bild ab, damit man nicht aus Versehen in die Linse guckt und sich irgendwie in die Augen verletzt. Kann man auch abstellen, aber auch das ist hier mit an Bord. Kein Beamer, kein Entertainment-System wäre natürlich komplett ohne auch den Sound. Bild ist schön, es soll aber auch toll klingen. Was wir hier an Bord haben, sind 2 15 Watt Lautsprecher. Auch das hat der anderen Beamer voraus, zum Beispiel dem Xgimi Horizon Pro oder auch dem JMGO N1, den wir hier auf dem Kanal auch schon hatten. Die übertrifft er rein auf dem Papier an Leistung mit den 2x15 Watt und hat außerdem auch Dolby Audio. Der Sound klingt hier wirklich sehr cool. Es ist krass, was sich dabei Beamern in den letzten Jahren getan hat. As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? Und was auch nicht vergessen werden darf, ist der Lüfter. So ein Beamer wird natürlich warm durch die Lampen und alles und muss durchgehend gekühlt werden. Und deswegen hat man immer diese Surren von den Lüftern dabei, das immer schon mal nervig war. Auch da hat sich viel getan und gerade bei den teureren Modellen und auch hier ist das überhaupt kein Störfaktor mehr. Gerade wenn man den Ton ein bisschen aufdreht, merkt man von dem Lüfter hier nichts mehr. Sehr gut und sehr wichtig. Was den Beamer zuletzt noch besonders macht, ist der Preis, den man für diese ganzen Funktionen hier zahlt. Wir haben hier einen 4K-Beamer und der kostet 1.499 € als UVP. Das alleine wäre schon ein ziemlich guter Preis. Der Horizon Pro zum Beispiel kostet 1.300 €. Es gibt Vergleichsmodelle, der JMGO zum Beispiel kostet auch 1.500 €. Wir bewegen uns hier so in dem Bereich bei 4K-Beamern. Das alleine ist schon gut, aber es gibt sogar zum Start des Beamers nochmal einen Rabatt von 400 €. Für 1.100 € ist das ein verdammt gutes Gerät. Sehr hell, scharfes Bild, 4K. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr den findet. Wäre das was für euch? Seid ihr Beamer-Fans? Guckt ihr auf dem Fernseher? Und lasst uns natürlich ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, ganz klar. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut.